Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum ersten mit Facecam aufgenommenen Video hier auf dem neuen PC. Es geht um eine Runde Overwatch auf Cash. Richtig nice. Schon, ich glaube, ich habe es schon einmal gehabt auf Cash, oder? Ja, doch, einmal haben wir es schon gehabt. Aber es ist schon eher selten. Cash ist schon so eine seltene Map. Wow. Hat er da gerade Ultra gefressen? Das ist etwa, wird der etwa gerade zum Rage-Hacker gemacht? Nee, oder? Das wäre natürlich jetzt echt eine blöde Geschichte. Also einfach so fürs Spiel an sich natürlich. Ja, gerade Rage-Hacking sollte man... Also es ist, also man kann es zwar irgendwie nachvollziehen, man denkt sich, ja, okay, gut, der regt sich auf, deswegen hackt er, aber ist es... darf man sowas... Oh mein Gott! Okay! darf man sowas wirklich machen? Nein, natürlich nicht. Ich würde sagen, da hat jemand eine kleine Aim-Unterstützung angeschaltet, oder? Ich glaube, es war noch nicht mal nötig, hier auf langsam zu schalten. Das waren wirklich zuckelige Headshots, die da jedes Mal reingingen. Oh, guck mal, er bleibt kurz stehen, er denkt sich, gut, genug geraged, ich mach's kurz aus. Das ist vielleicht ein Babsack. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass das durch diesen Headshot, den er da gerade gefressen hat, wow. Oder vielleicht doch? Gut, man sieht jetzt nicht, ob er stehen bleibt und irgendwas einstellt. Nee. Der hat doch jetzt, macht doch jetzt nicht einen Spinbot oder sowas vergleichbar. Was ein Wichser, ey. Guckt ihn euch an. Das ist... Okay, also er hat Aim-Unterstützung, er hat Wallhack. Dadurch, also durch, soweit ich weiß, ist ein Spinbot auch gleichzeitig eben ein Wallhack. Oh, du Scheiße, ja. Es scheint ein Wallhack zu sein. Ja, also Spin, Aimbot, Aim-Unterstützung und Wall-Unterstützung hat er da auf jeden Fall am Start. Vielleicht macht er noch irgendwas an. Also das ist ja wirklich... Vorhin war es nur reine Aim-Unterstützung. Ich habe vor kurzem bei Walling gesehen, da hat er auch einen Spinbotter und der hat nicht die ganze Zeit auf den Boden geschaut. Da war die Anzeige anders. Da schien es so, als wenn er... Achso, nee, er hat sich nicht immer gedreht. Stimmt, diese Drehungen sind weg. Ja. Es kommt nur manchmal dieses... Aber das hat er eben zugeschaltet. Mal schauen, ob er es nochmal ausmacht. Das ist ein Arsch, oder? Okay, er lässt jetzt an. Das wäre natürlich jetzt eine echt blöde Geschichte für uns an sich, weil das ist dann jetzt aber jetzt eigentlich ziemlich langweilig. Lass uns mal gucken. Okay. Oh, hat er da eben... War das nochmal? Nee, er lässt es einfach an. Das ist ein Lurch. Das ist ein verschissener Lurch. Okay. Das ist recht Bastard-like, oder? Wie kann man nur so ein Mensch sein? Wie wurde man erzogen oder auch nicht erzogen, dass man sowas macht? Und er hat ja vorhin diesen Hack noch nicht aktiviert gehabt. Oder zumindest sah es nicht danach aus. Also es scheint... Wow, jetzt fängt er doch an zu laggen. Kann ich seinen Ping sehen? 73? What the Fee, die? What the Fee? What are you doing? Warte mal, ich spule nochmal ein Stück vor. Ich hoffe, das geht weg. Das ist ja total eklig. Im vorgespulten, merkt man das nicht so. Der leckt auch ultra jetzt. Das ist echt total... Guck mal, wie er da um die ganze Map drum rumbottet. Wie er eben nach ihm geschaut hat. Wie sieht das für ihn aus? Also für ihn sieht es nicht so auf den Boden schauend aus. Ne? Das wäre total schwachsinnig. Achtung. Das ist ein Wichser, der rettet jetzt... Er rettet jetzt die Runde. Glaubt ihr, das ist ein Raid-Checker, Leute? Ich lasse doch gleich... Ich lasse diese Abstimmung anzeigen, auch hier an der Stelle. Ich hoffe, ich denke dran, dass es hier kommt und nicht irgendwo anders. Glaubt ihr, das ist ein Raid-Checker? Also der vorhin tatsächlich in der allerersten Runde, die wir sehen konnten, nicht gehackt hat und dann erst zugeschaltet hat, weil er gekillt wurde und natürlich ein Bastard ist? Oder war das jetzt... Hat er von Anfang an irgendwas aktiviert? Also das war natürlich jetzt ein bisschen schwach. Ne? Vier Minuten? Weißt du, ich mache noch eins hinten dran. Ich mache noch eins hinten dran. Passt schon. Passt schon! Other External Assistance. Damit bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich lasse die zwei weg, aber er wird eh zu 100% weggebannt und zwar forever. Natürlich kommt jetzt das 2. Da freue ich mich einmal, dass wir eine geile Map haben und dann kommt das 2. Edel, edel. Sehr schön. Fuck. Naja. Was, die Blue Spruce. Ich habe eben noch für uns den Wallhack angeschaltet, dass wir auch ein bisschen durch die Wand sehen können und gucken können, wie er wohl oder wohin er wohl so abaimt. Das habe ich eben gar nicht angehabt, aber es war auch unnötig in dem Fall. Ich weiß, ihr habt euch an sich, oder eine Person, manchmal auch eine zweite, wünschen sich, dass ich grundsätzlich 2 Overwatches pro Video mache.
Es ist oftmals einfach eine Zeitgeschichte, also ein Zeitproblem. Kein großes Zeitproblem, aber manchmal sind tatsächlich diese 8 oder 10 Minuten passend. Also, ne, dann hocke ich mich hin, hab nicht so viel Zeit und nehme ein Overwatch auf und das dauert dann 10 Minuten im Schnitt. Und dann das ganze Verfahren, das da hinten dran hängt, dauert natürlich auch nochmal dann doppelt so lang, wenn ich noch eins mache. Und wenn man Zeit sparen muss, wenn man halt nicht viel hat und ich natürlich trotzdem jeden Tag ein Video für euch bringen will, dann ist es einfach sinnvoller in sehr vielen Momenten, dass ich immer nur eine. Wow. Wow. Das war aber ein Lucky Shot, oder? Das sah völlig normal aus gerade eben. Das war ja gar kein Warm-up eben. Hä, was? Ich habe gerade total geschlafen, ne? Wartet mal. Wow. Okay, gut. Nee, man kann da auch mal rein pre-feiern. Das ist eigentlich kein Ding. Kann er so ein bisschen durch die Wand gucken? Er versucht eben im Vorfeld auszuweichen. Oh, der Mate hat ihn jetzt aber. Der Mate spielt ihm jetzt so ein bisschen rein in die Taktik. Wow, er hat vor dem Mate in den Arsch geschossen, glaube ich. Dödel. Okay, gut, alles klar. Wir haben hier auf jeden Fall einen Warlock und es sah eben auch dieses Folgen des Kopfes nach einem Aim aus, oder? Sah das gerade eben nach einem Aim aus? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Aimer war. Wartet mal. Oh, da ist einer close. Sieht er den nicht, oder? Doch, ja. Sieht er den nicht? Okay, er ist weggegangen. Jetzt holt er ihn sich hier. Achtung. Das ist merk. Also, ich meine, er versucht jetzt. Oh ja, was war das denn? War das jetzt eben nur sein Wallhack ohne eine Aim-Unterstützung dieser Headshot? Nee, oder? Das war doch jetzt nicht einfach nur Skill und Luck zusammen mit einem Hack, oder? Nee. Das ist doch auch. Da ist doch ein Aimer mit drin. Obwohl der erste Headshot vorhin wirklich. Naja. Ja, was ein Pisser, ey. Das ist echt ein Dummbatz, der Kerl. Naja, auf jeden Fall die. Z ja, also das. Scheiße. Wartet kurz. Die Zeit, das Thema Zeit und. Eigentlich ist es ja fertig, wie gesagt. Und es ist einfach oft sehr angenehm. Wenn man nicht viel Zeit hat, dann weiß man, ich kann jetzt einen Overwatch machen. Das dauert nur maximal 10 Minuten. Das heißt, wenn ich es jetzt so, wie ich es jetzt im Moment sehr oft mache, ungeschnitten mache, habe ich auch viel weniger. Habt ihr gerade eben diese Hängung gesehen, wie er kurz hängen bleibt? Da ist auch eine Aimer drin, ne? Wie dieses. Als er einfach nur vorbeilief. Ja, guck mal, wie das jedes Mal auf den Kopf zieht. Und wie es eben. Der Aim hat eben noch den hinteren versucht anzuschießen. Habt ihr das gesehen? Da hinten war ganz schwach noch jemand gestanden, hier irgendwo unten. Da unten. Und der Aim hat sogar kurz versucht, auf ihn zu gehen. Alles klar. Aim-Unterstützung und Warlock. Dreckarsch, verschissener. Guck mal, wer da rumliegt. Das ist oftmals natürlich sehr angenehm, wenn ich da einfach weiß, 10 Minuten Aufnahme, kein Schneiden, ich muss das nur noch rendern, jetzt im neuen PC geht es natürlich deutlich schneller und hochladen, zack, fertig, dann Thumbnail und hin und her. Also ein Suspect reicht auch meistens halt einfach aus, der macht die Folge ja rund, ne? Er hat irgendeinen Cheat oder der macht irgendwas, wegen dem Titel der Thumbnail habe ich dann auch schon eine Idee meistens während der Aufnahme und fertig. Und dann läuft es halt einfach, dann ist es, ja. Ein zweites Video bringt oftmals ungeahnte Schwierigkeiten mit rein, mit denen man, die jetzt natürlich keine große Problematik darstellen. Also jetzt hier zum Beispiel, wie nenne ich das jetzt? Spinbotter dreht am Rad oder sowas, keine Ahnung. Oder halt Vollidiot mit kleinen Eiern. Könnte ich auch machen, auf jeden Fall. Wir haben sogar zwei Vollidioten mit kleinen Eiern jetzt hier in dem Video schon gehabt. Zwei Vollidioten lecken sich gegenseitig ihre winzig verschwindenden kleinen Eier. So werde ich es nennen. Und dann alle so, Clickbait! Obwohl es ja stimmt. Also bis auf die Leckerei, aber sonst stimmt es ja völlig oder voll und ganz. Na, obwohl, Moment. Ist es vielleicht eine Frau? Ich habe im letzten Video gar nicht geguckt, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ihr wisst ja, ich kenne das, ich kann nachgucken, das Geschlecht und das Alter. Kann ich durch, also anhand, wie jemand spielt, überprüfen. Aber da habe ich jetzt zu spät reingeguckt auch. Da habe ich jetzt einfach zu spät mit angefangen. Krasser Headshot, mein Freund. Oder meine Freundin, man weiß es nicht. Ich, werde es einfach mal mit Warlock und Aimbot bedrücken und mir jetzt keine Gedanken machen über die Thumbnail, weil mir da jetzt nichts einfällt. Ich werde sowas Generisches machen, sowas wie oh, Overwatch! Was? Oder so. Wie bitte? Hat er etwa? Nee, oder? Ihr werdet nicht glauben, was er gerade gemacht hat. Punkt, Punkt, Punkt. Die 10 besten Abnehmtipps. Oder so, irgendwie. Was? Werde ich schon finden. Ja.
Auf, komm, mach doch irgendwas Cooles. Tanz. Flieg oder sowas. Hab auf einmal eine andere Waffe in der Hand. Weißt du, AK, blub. Und so Double. Er kommt von hinten und will sie jetzt halt erschrecken. Kriege ich hier vielleicht noch? Schade. Also sowas. Ich habe schon deutlich spannendere Videos gehabt, bei denen ich am Schluss nichts drücken konnte. Das sind, also für mich sind das die besten Overwatches, bei denen ich die ganze Zeit grübel und schauen muss, was ist das, was ist das? Und so, wie jetzt sowas hier, das ist, hat irgendwie nicht... Es ist auch cool, auf jeden Fall. Gerade wenn halt einfach jemand cheatet, dann weißt du, der cheatet und du siehst die Cheats. Und es ist auch für euch sicherlich eine angenehme oder coole Sache, weil... Wenn man Overwatch sehen will, will man ja eigentlich auch jemanden sehen, der cheatet. Man möchte sehen, wie das aussieht und so, klar. Also ich fand's... Wow! Wow, wie das draufzieht! Ich fand's früher extrem spannend. Ich habe bei Source oder 1.6 habe ich mal, also live, einen Speedhacker gesehen. Ich glaube, das gibt's hier gar nicht mehr, ne? Und das war auch schon eine coole Sache, sowas live zu sehen auf jeden Fall. Oder halt einfach sowas im Video zu sehen. Das ist eigentlich für euch auch wie live. Nur halt aufgenommen und nicht live, aber fast live. Und das ist schon eine angenehme Sache, irgendwie, wenn man das sehen kann. Das Stream Deck fängt gerade an zu leuchten. Ich habe so eine USB-Verlängerung und die habe ich aufgerollt und die liegt hier nur. Das zieht, das Kabel, das hängt, zieht in der Verbindung. Das muss ich noch gescheit machen. Das ist ein geiles Teil, ich muss das noch einstellen für den Stream. Im Moment habe ich nur Google, YouTube, Twitter, Twitch, so zum Draufdrücken, da geht es auf, weißt du? Geiler Scheiß. Okay, also Aim und Vision läuft. Ja, genau, die Gewinner des Giveaways werden nun bekannt gegeben, hört genau zu. Und zwar, wir fangen bei dem R8 Reboot an. BasterBoy7821 hat das Teil gewonnen. Ich komme gleich dazu, wie ihr mich kontaktieren könnt. Die P2000 Handgun wurde gewonnen von Daniel U. Die 57 Triumvirat wurde gewonnen von Wambonaut. Die P250 Franklin wurde gewonnen von Zed YouTube. Oder eben, also ausgeschrieben Z-E-E-D-Y-T. Und die USPS Cyrex wurde gewonnen vom stabilen Olaf. Ihr habt ja bei Gleam alle mit eurer E-Mail-Adresse reingeändert. Also ihr habt euch am Anfang mit der E-Mail-Adresse angemeldet. Und mit dieser E-Mail-Adresse schreibt ihr mir einfach an meine E-Mail-Adresse, die hier unten drin steht. Ich werde sie ganz oben hinschreiben. Schreibt ihr mir einfach euren Trade-Link. Ja? Ich überprüfe dann, ob das die E-Mail-Adresse ist, mit der ihr euch angemeldet habt. Nicht, dass mir irgendein Vollhorst schreibt, hey, ich habe übrigens gewonnen. Und ja, das ist halt echt eine geile Sache an Gleam. Ich kann es so perfekt überprüfen, dass es auch wirklich an den richtigen geht. Und ja, ich habe eure E-Mail-Adressen, wie gesagt, hier stehen. Ihr könnt mich dann einfach anschreiben. Und ihr habt jetzt, komm, 14 Tage habt ihr von jetzt an Zeit. In 14 Tagen werden die Gewinne verfallen, für die sich nicht bei mir gemeldet haben. Ja, das war's eigentlich, ne? Das war's eigentlich soweit so, ne? Ja, das war's. Vielen Dank übrigens für die krasse Daumen-Action bei dem PlayerUnknown Battlegrounds Video. Ich prüfe da immer noch mit den Daumen nach wie vor natürlich, wie es euch so gefällt. Und es kommt wohl doch sehr, sehr gut an. Da wird dann in Zukunft weiteres kommen, gerade weil ich es auf dieser Maschine ordentlich spielen kann. Also vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.